Kannst du auch ein Gedicht aufsagen? Natürlich kann ich ein Gedicht auch sagen. Wenn der Postmann zweimal klingelt, um und das Pfeil. Nein, das war falsch. Nochmal. Entschuldigung. Wenn der Postmann zweimal klingelt und vorher um das Häuschen tingelt, das Herz in mir vor Freude lacht. Er hat die Blutchest mitgebracht. Moin, ihr Kekse. Oh, Kekse. Oh, später. Kekse. Ja, ich habe ja was mitgebracht. Die neue Loot-Chest ist da. Und ich habe euch veräppelt, ich bin gar nicht der Nikolaus. Ich bin's. Ja, jetzt sagt ihr, haben wir auch gleich gewusst. Ich glaube euch kein Wort. Die Verkleidung ist perfekt. Die neue Loot-Chest ist da. Heute angekommen. Ich freue mich dermaßen. Es ist ja die Dezember-Loot-Chest und wie man auch sieht, hat ein neues Design. Ich zeige euch das mal schnell. Ihr kennt bestimmt Space Invaders. Überall ganz viele kleine Space Invaders drauf. Habt ihr eine Menge zu tun, wenn ihr das machen wollen würdet. Sieht cool aus. Gefällt mir echt gut. Kleine Neuerung, beziehungsweise Neuerung. Ich hab die Info ja aus erster Hand, wa? Bei der letzten Loot Chest gab es, also ich habe die Loot Chest Plus, muss ich dazu sagen, bei der letzten Loot Chest Plus gab es einen Sticker drauf, wo drauf stand Plus. Hat die jetzt nicht. Das Einzige, woran ihr merkt, dass die Loot Chest Plus eine Plus ist, ist in dem Begleitheft. Das ich erst sehe, wenn ich die aufmache. Also dieses Mal ist sie extrem schwer, also ich finde die wirklich richtig schwer. Deswegen haben sie auch ein dickeres Band genommen. Letztes Mal war es nur so ein kleiner Loot-Chest-Sticker. Heute ist es ein richtiges Klebeband. Das passt wunderbar. Oh. Das passt wunderbar. Ein kleines Pendant zu meinem Auftritt heute. Auch eine rote Mütze. Aber eher von der dunklen Seite. Ein Nico Vader, also ein Nikolaus Darth Vader. Sehr coole Idee. Auch mit schönem Umhang. Halt in schwarz, nicht so schön rot, weiß wie ich das hab. Und mit einer Mütze. Der Bommel ist hinten festgenäht. Damit ich hier könnt bestimmt abmachen. Wenn ihr das wollen würdet, ich lasse ihn jetzt mal dran. Ja, witzig. Coole Idee. Der Nikolaus Vader. So, in das Heftchen gucken wir zum Schluss rein, weil da sind noch andere Sachen drin. Die werden ja hier erklärt. Ach, wie cool. Fans der Marvel Comics kommen heute voll auf ihre Kosten. Also ich zum Beispiel, ich bin zwar kein riesen Fan davon, aber einige Charaktere finde ich schon sehr cool. Aber gleich zweimal cool. Das ist ein Notebook. Also nein, das ist kein Computer, Kinder. Das ist kein Notebook, ne? Sondern ein Schreibbuch. Ein Schreibbuch könnt ihr als Tagebuch benutzen im Stile der Vintage Marvel Comics und auf jeder Seite habt ihr hier einen Spider-Man-Kopf. Spider-Man. Oder Spider-Pig kennt ihr bestimmt auch. Echt cool, also finde ich nicht schlecht. Von Pyramid. Mit Gummi zum Verschließen. Hat was, also kann man, wenn man will, als Rezeptbuch benutzen oder als Tagebuch, wie ihr das gerne möchtet. Dazu für den gepflegten Herrn oder die gepflegte Dame des Nerd-Universums von heute, auch von Marvel, das Bodyset, das Dusch-Ensemble. Da haben wir einmal mit Hulk Moisture, das Thora Schauergel, das Iron Man Face Wash, aua aua, bestimmt mit Raspeln und so, und das Captain America Shave Gel, also doch eher für Männer. Oder wenn ihr Mädels euch mit Captain America die Beine rasieren wollt. Ich breche da jetzt mal ab. Cooles Set. Kann man hier auch schön mit Reißverschlüsschen aufmachen. Ja, ich muss wahrscheinlich erst das Ding abmachen, dann geht auch richtig auf. Ja, das mache ich auch mal. Ich lasse es erstmal zu. Hinten habt ihr ja die ganzen Sachen drauf, die drin sind. 12. 12? Nee, ein bisschen viel für 12. Steht es leider nicht genau, ich kann es nicht sofort erkennen, wie viele Milliliter drin sind. Aber vielleicht steht das hier nachher im Buch.
des Weiteren. Ach ja, T-Shirt haben wir ganz vergessen. Ein T-Shirt ist diesmal drin, sehr cool, aber da kommen wir gleich zu. Was Süßes ist auch drin, ja, was Süßes, eine Zuckerstange. Das muss sein, zu Weihnachten, da muss man auch mal eine Zuckerstange sich am Baum hängen. Ja, lass mir das. Ein Zuckerstängchen. Ich habe noch was gesehen. Ja, okay, das ist jetzt. Das ist auch sehr cool. Rocket Raccoon! Guardians of the Galaxy Sticker! Ja, der kommt in meine Sticker-Sammlung, beziehungsweise ich muss immer mal mein Auto vollkleben. Das Auto ist das halt, wird dann so nerdig aussehen. Also ihr wisst direkt dann, wer in dem Auto sitzt, weil da sind so viele Aufkleber dann drauf sein. Chuck. So, dann haben wir noch einen Aufkleber oder irgendwas ähnliches. Eine Postkarte. Worlds may change. Galaxy isn't great, but a woman always remains a woman. Ja, das ist ja ein toller Spruch von hier so einem Schlafzug. Schlafzug. Schlafanzugträger Captain Kirk. Star Trek Postkarte. Da ich bekennender Star Wars Fan bin, der möchte, kann sie gerne haben. Aber trotzdem auch eine sehr. Für Trekkies bestimmt auch ganz witzig. Der Spruch auf jeden Fall ist sehr. Lustig. Haha. Noch ein Sticker. Das ist doch nicht schlecht. Ein Lootchest.de Sticker. Warum nicht? Finde ich auch mal eine coole Geschichte. Kann man auch mal irgendwo hinkleben. Finde ich schön. Also, das Schlimme ist, ich habe meinen Gürtel verloren. Ich weiß nicht, wo mein Gürtel ist. Der ist weg. Oder war das Ding, was ich gerade hatte? Egal. So, jetzt habe ich noch eine Sache. Ein T-Shirt. Ein blaues T-Shirt in Größe L. Wir schauen mal, was für ein Thema. Und jetzt machen wir mal eine Box zu. Tada! Ja, das ist ja ganz lustig. Es ist ein Back to the Future, also ein Zurück in die Zukunft T-Shirt. Time Traveler. Mit einem stilisierten Michael J. Fox. Ich muss das gerade mal. So, geht besser wahrscheinlich. Sieht man das so? Ich weiß gar nicht, so sieht man es bestimmt. Stilisierter Michael J. Fox, dahinter der DeLorean, die Zeitmaschine. Ja. Coole Sache. So, das war jetzt die. Das war alles von der. Das war alles von der Dezember Plus Box. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und der Loot Chest Sticker. Den lassen wir jetzt mal aus vor. Den nehmen wir mal als kleine Zugabe. So, die meisten von euch wissen natürlich auch, dass es hier dieses schöne Heftchen mittlerweile gibt. Das wird qualitativ echt besser. Ich finde es echt cool. Also, es war am Anfang schon sehr geil. Aber wird immer besser. Jetzt gibt es sogar ein schönes Comic da drin. Und er ist wieder Skylinks mit einer Rubrik vertreten. Ein paar nerdige Fotos von den Fellow Looters. Hey, die Dame war letztes Mal auch schon drin. Immer die gleichen Personen. Und die Jennifer ist auch wieder dabei. Eine Bloggerin. Lootstrip heißt übrigens der Comic. Das ist der erste. Da sieht halt, wie jemand seine Lootchest zum ersten Mal bekommt und völlig ausflippt. Das kann ich ja gar nicht verstehen. Und hier haben wir dann die Werte-Tabelle, hätte ich fast gesagt. Also die, ne, ihr wisst schon. Fangen wir mal an. Aufgepasst, Jungen und Mädels, was der Weihnachtsmann Royal mitgebracht hat hier für Wertsachen. T-Shirt, 15 Euro, das ist jetzt 14,99 Euro, 1 Cent schenke ich euch. Also, metaphorisch. Dann haben wir das Marvel Notebook. Sie ist doch ein Notebook, siehst du? Und Tastatur. 7,99 Euro, also 8 Euro. Könnt ihr mal mitrechnen, wenn ihr wollt. Die Star Trek Karte. 1,99 Euro, weil Star Trek draufsteht. Rocket Raccoon Sticker. Hallo, die Waldfee. 3,99 Euro. Was haben wir dann? Christmas Candy. Okay, das ist diese Madame hier. 99 Cent. Das Marvel Comic Travel Set. Das wäre dann die Geschichte. 19,99 Euro. So, das wäre es eigentlich jetzt schon gewesen. Wenn ihr die Plusbox haben solltet, was ich euch wirklich ans Herz lege, dann habt ihr jetzt auch entweder einen schönen Vader mit Weihnachtsmütze oder hier auch vielleicht einen Yoda mit Weihnachtsmütze. 12,95 Euro habt ihr dann einen Wert bekommen.
Es ist eine witzige Geschichte, ich finde auf jeden Fall lustig. Ja, super süß. Das war die Lootbox Plus für Dezember. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir doch mal einen Kommentar da. Liked das Video, verteilt mich überall, ist mit total überall, verteilt mich einfach. Teilt es mit euren Freunden, mit euren Bekannten, mit wem ihr auch wollt, der mich auch mal sehen wollen würde. Würde ich mich auf jeden Fall drüber freuen. Ich sage danke, wir sehen uns am Samstag mit einem Überraschungsvideo, was dieses Mal ein, was heißt ein, der zweite Teil meiner Hongkong Toy Tour sein wird. Viel Spaß dabei, wir sehen uns dann am Samstag. Ich bin raus, bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski! Und wart ja auch schön artig dieses Jahr. Ho, ho, ho.